Beim nächsten Aufgabentyp nehmen wir mal ein paar Variablen mit hinein. Egal, ob jetzt der Begriff Variable schon erklärt ist oder nicht. Das heißt also, ich nehme ein paar unbekannte Zahlen hinein und für diese unbekannten setze ich Buchstaben ein. So, es soll also der dritte Aufgabentyp sein. Und die erste Aufgabe heißt x plus in Klammern minus 6 ist gleich minus 4. Siehst du erstmal an. Wenn es geht, versuchen wir solche Aufgaben ebenfalls im Kopf zu lösen. Es gibt Rechenmethoden, wir wollen aber nicht den zweiten Schritt vor dem ersten tun. Wir überlegen, x irgendeine Zahl plus in Klammer minus 6 soll minus 4 ergeben. So, dann überleg mal, wann kann das denn nur sein? Es ist eine Addition von rationalen Zahlen. Mit gleichen Vorzeichen käme nicht in Frage, würde diese Zahl immer noch größer werden als minus 4. Hier haben wir ja schon minus 6. Also könnte es nur eine Addition mit verschiedenen Vorzeichen sein. Also müsste hier eine Zahl auftauchen, die positiv ist. Irgendeine Zahl, die positiv ist, aber kleiner als dieser Summand, dem absoluten Betrag minus dem anderen absoluten Betrag, muss diesen ergeben und das Vorzeichen von diesem größeren absoluten Betrag bekommen. So, wenn du da jetzt überlegst, 6 minus welcher Zahl ergibt 4, dann weißt du, das x kann tatsächlich nur die 2 sein. Und bei solch einer Aussage müssen wir natürlich mal überprüfen, ob das stimmt. Plus 2 in Klammern minus 6 wäre Addition mit verschiedenen rationalen Zahlen. Absoluter Betrag 6 minus absoluten Betrag 2 ergibt 4. Und das Vorzeichen des größeren absoluten Betrags minus 4. Also ist x gleich 2 die Lösung. Nächstes Beispiel. Minus 14 plus y ist gleich plus 35. Statt x nehmen wir jetzt mal y, gehen wir ein bisschen quer durchs Alphabet. Ja, auch die Fragestellung bleibt die gleiche, wenn auch dieser Platzhalter, diese Variable an einer anderen Stelle steht. Minus 14 plus welcher rationalen Zahl ergibt 35? So, überlege mal. Wenn du jetzt da zielgerichtet nachdenkst, wirst du merken, es muss eine ziemlich große Zahl sein, von deren absoluten Betrag ich diesen absoluten Betrag subtrahieren muss, um auf 35 zu kommen. Du denkst jetzt nach, wie groß y ist, guckst mal nicht hier hin, denkst einfach nach, und wenn dein Ergebnis mit meinem übereinstimmt, dann wäre das so eine schöne Sache. Gibst du mir recht? Na? Minus 14 plus, in Klammern plus 49, größter absoluter Betrag, minus den kleineren, ergibt das mal die 35, und das Vorzeichen dieses größeren absoluten Betrages plus, also hat man tatsächlich plus 35, was wollen wir mehr? Y ist gleich 49. Das läuft, was? Nächstes Beispiel. Z ist gleich minus 14 plus in Klammer minus 66. Ja, das ist hier nur denkbar einfach. Das ist eine Aufgabenstellung, wie wir sie bisher auch immer hatten. Addition mit gleichen Vorzeichen, Summe der absoluten Beträge bilden. Z gleich, traust man gar nicht so schnell zu sagen, minus 70. Entschuldigung, hast recht. Mach's nie wieder. Kopfrechnen schwach. Minus 80. Denn 66 plus 14 ist nun mal 80 und nicht 70. Habe damit eigentlich meinen Rechenweg verraten. Erst die Einer addiert und dann die Zehner. Na gut. Keine Frage. Nächstes Beispiel. Minus 5
plus in Klammern minus 33 soll a sein. Überlege. Ja, ich merke, es wird immer leichter. So soll es auch sein. Gemeinsame Vorzeichen. Ergebnis ist negativ. Summe der absoluten Beträge ist 38 gleich a. Was wollen wir mehr? Ich hoffe, wenn du solche Aufgaben, die ja in Lehrbüchern immer wieder auftauchen, auch in späteren Schuljahren und immer schwieriger werden, dass da so dieser gewisse Bammel nun in die Kiste fällt. Es ist lösbar, du packst das, kein Problem. Auf welche Art und Weise du rangehst, alles im Kopf machst oder ein paar Nebenrechnungen machst, so wie wir es so gemacht haben, ist sehr, sehr effektiv. Prima, ja?